Okay, Zwillinge, es ist Geschichtenzeit. Wie wär's mit der Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären? Tief drin im Wald lebten drei Bären, Brei als ihre Lieblingsspeise galt. Sie aßen es zum Frühstück und auch jede Nacht. Papas war heiß, Mamas war kalt, Babys Brei war perfekt. Ich bin Papa Bär, ganz groß gebaut. Ich bin Mama Bär, ich brülle ganz laut. Ich bin Baby Bär, meinen Stuhl habe ich so gern. Und wir sind die drei Bären. Die drei Bären beschlossen, Honig für ihren Haferbrei zu sammeln und gingen dafür in den Wald. Dort am Waldesrand lebt ein Mädchen klein, mit goldenem Haar und Locken ganz fein. Goldlöckchen wurde sie genannt, sie marschierte los. Ich marschiere los. Ab ins Waldesland. Oh, schau, ich fand ein kleines Haus. Ich klopf und klopf an der Tür. Keiner ist zu Hause, das ist okay, so wie ich das versteh. Goldlöckchen hatte so eine kleine Ahnung, dass sie gerade das Haus der drei Bären betreten hatte. Wow, sieh mal da, ein gedeckter Tisch mit guten Sachen, alle ganz frisch. Eine große Schüssel voll mit Brei, nur für mich. Hey, da ist eine. Nein, warte, gar zwei. Was sehe ich? Es sind sogar drei. Papa Bärs Brei war viel zu heiß. Mama Bärs Brei war viel zu kalt. Baby Bärs Brei war perfekt. Nachdem Goldlöckchen den Brei aufgegessen hatte, war sie so voll gegessen, dass sie sich kurz ausruhen wollte. Papa Bärs Stuhl war viel zu hart. Mama Bärs Stuhl war viel zu weich. Baby Bärs Stuhl war der letzte der drei. Mal sehen. Bei dem kann's gehen. Diese eine ist perfekt. Aber Goldlöckchen war viel zu schwer für Baby Bärs Stuhl. Und so zerbrach er. Ups! Sie fühlte sich richtig schläfrig und beschließt, ins Obergeschoss zu gehen, um dort ein kleines Nickerchen zu machen. Papa Bärs Bett war viel zu hart. Mama Bärs Bett war viel zu weich. Baby Bärs Bett war das letzte der drei. Mal sehen. Bei dem kann's gehen. Dieses eine ist perfekt. Als Goldlöckchen eingeschlafen war, kamen die drei Bären zurück nach Hause und bemerkten, dass sie nicht alleine waren. Jemand aß Papa Bärs Brei. Jemand aß Mama Bärs Brei. Jemand aß Baby Bärs Brei. Sehen. Sieh nur her. Meinen aß jemand komplett leer. Jemand saß in Papa Bärs Stuhl. Jemand saß in Mama Bärs Stuhl. Jemand saß in Baby Bärs Stuhl. Und er ist kaputt. Die Bären waren nicht sehr glücklich über das, was sie sahen. Sie gingen die Treppe hinauf und fanden den Eindringling. Jemand schlief in Papa Bärs Bett. Jemand schlief in Mama Bärs Bett. Jemand schlief in Baby Bärs Bett. Mal sehen. Oh, sieh nur her. Da ist noch wer. Wer bist du? Ich bin Goldlöckchen. Und wer seid ihr? Wir sind die drei Bären. Du verspeist in meinem Brei. Du zerbrachst meinen Stuhl. Du schläfst in meinem Bett. Das finde ich gar nicht cool. Ups, sorry.
Goldlöckchen merkte, dass sie nicht länger als Gast erwünscht war. Und die drei Bären scheuchten sie aus dem Haus. Sie lief schnurstracks nach Hause zurück und hat ihre Lektion gelernt. Welch ein Glück! Mit Lachen war wieder befülltes Bärens Haus und nun ist die Geschichte aus. Das Ende. Bereit für Geschichtenzeit, kleine Zwillinge? Ja! Wie wär's mit Jack und der Bohnenranke? Perfekt! Jack lebte auf ner kleinen Farm. Er schuftete hart und war doch arm. Seine Mutter fand heraus, es war kein Samen mehr im Haus. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir brauchen mehr Geld für Essen für uns. Jack, los in die Stadt musst du. Dort verkaufst du unsere Kuh. Jack nimmt die Kuh an der Hand, spaziert zur Stadt, trifft dort einen Mann. Einen guten Vorschlag mach ich dir. Zauberbohnen bekommst du von mir. Zauberbohnen, was können die? Du pflanzt sie ein und sie werden riesengroß. Pflanz sie in die Erde und über Nacht wachsen sie bis zum Himmel rauf. Jack verkaufte dem Mann die Kuh, er nahm die Bohnen und lief im Nu. Nach Haus, dort zeigte er sie Mama, die fand das gar nicht toll. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das sind nur Bohnen, was machen wir? Die Bohnen zum Fenster raus. Am nächsten Morgen, was war denn das? Eine Riesenranke stand dort im Gras. Zum Himmel reichte sie vom Boden aus. Da klettere ich sofort hinauf. Er kletterte und kletterte, bis er ganz oben war. Durch die Wolken, wo er eine Türe sah. Sieh dir das Riesenschloss mal an. Ich frag mich, wer da drin wohnen kann. Plötzlich geht weit auf die Tür. Eine Riesenfrau stand hinter ihr. Sie sah Jack an und bat ihn rein. Mein Essensgast sollst du heute sein. Sie machte Frühstück für klein Jack. Doch an der Tür war lauter Krach zu hören. Wie, fei, fo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Angsterfüllt lief Jack davon, mit ner Handvoll Münzen ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte die Münzen der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ein goldenes Ei im Schloss weit fort. Fei, fee, fo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Angsterfüllt lief Jack davon, mit nem goldenen Ei ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte das Ei der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ne goldene Harfe im Schloss weit fort. Fei, fee, fo, fisch, nen kleinen Jungen rieche ich. Ängstlich lief Jack schnell davon, doch der Riese, ja, der folgte ihm schon. Er kletterte ganz schnell zurück zur Erd und hackte die Ranke gleich
Morgen zwei. Ohne Sorgen und auch ganz reich war Jack und Mamas Leben so gleich. Sie lebten glücklich und wohlauf ihr ganzes Leben lang. Jack und die Bohnenranke, yeah, yeah, yeah. Das ist das Ende. Hey, schau, eine grausliche Spinne. Ah, wo? Hey, hör auf zu lügen, Mark. Hast du noch nie die Geschichte gehört vom Jungen, der immer gelogen hatte? Nein, erzähl sie mir. Der Junge, der immer lügt. Der Junge, der immer lügt. Ein Junge, der bei den Schafen wacht, sah sie bei Tag und auch bei Nacht. Er schmiedete einen Plan so ganz allein. Da muss doch irgendwo Action sein. Hey, ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf. Der Junge machte Spaß, doch alle Dorfbewohner liefen davon. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ha, 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 ihr habt meine Lüge geglaubt. Der Junge, der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag erhütete erneut. Das ist langweilig, darauf hab ich mich nicht gefreut. Er schmiedete wieder einen Plan. Ich leg das ganze Dorf jetzt lahm. Hey, ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Auch dieses Mal nirgends ein Wolf im Bild. Doch die Dorfbewohner waren angsterfüllt. Den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ihr habt wieder meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag, der Junge tief im Schlaf, kam ein echter Wolf und jagte jedes Schaf. Er wachte auf mit erstauntem Gesicht, da war ein echter Wolf, er traute seinen Augen nicht. Der Junge, der immer lügt, wir glauben ihm nicht, der Schein, der trügt. Niemand erhörte sein Begehr. Da ist ein echter Wolf, ganz sicher, ich schwör. Der Junge, der immer lügt. Und die Moral von der Geschichte, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sagt das Mark. Ja, keine Lügen mehr. Wow, was für ein großer Löwe. Und sieh mal da, die kleine Maus. Ich frag mich, ob die beiden Freunde sind. Lasst uns den Zwillingen die Geschichte vom Löwen und der Maus erzählen. Oh, ja, los geht's. Der Löwe und
die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah, der Löwe und die Maus. Eines Tages, der kleine Maus läuft im Wald umher. Da trifft sie dann einen alten Löwen. Was machst du in meiner Gegend, bitte sehr? Der Löwe schnappt die kleine Maus, hält sie ganz hoch. Bitte, Löwe, lass mich gehen. Dich gehen? Das fehlt mir gerade noch. Wenn du mich jetzt lässt gehen, ich helf dir eines Tages, du wirst sehen. Du denkst, du kannst mir helfen? Du bist nur eine klitzekleine dumme Maus. Okay, dann lauf davon. Wow, du bist aber mutig. Oh ja. Am nächsten Tag passierte dann ein kleines Missgeschick. Er verhing sich in einem Netz. In der Falle saß der Löwe dann. Hilfe, zu Hilfe, kann mich denn niemand hören? Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Die Maus vernahm des Löwens Schrei und hatte sofort einen Plan. Mit ihren Freunden lief sie los zum Löwen. Zieht ganz fest und zernagt das Netz. Niam, 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 niam. Wow, du bist ganz klein, doch befreitest du mich. Ich nehm dich jetzt sehr ernst, das schwöre ich. Ach, schon gut, kein Problem. Lass uns Freunde sein, das wird nie vergehen. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah, der Löwe und die Maus. Von diesem Tag an waren sie die besten Freunde.